Corona. Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers sicher beachten. Was darf der Arbeitgeber anordnen und was nicht? Welche Arbeitspflichten sind zu erfüllen und welche Ausnahmen gibt es hier? Was sind die Rechtsfolgen bei Verstößen? Was darf der Arbeitgeber erfragen? Die Antworten zu diesen und noch viel mehr Fragen erhalten Sie in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Bärs Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbehn, ich bin Geschäftsführer von Bärs. Hierzu gehören Bärs Digital, der Bärs Verlag und die Bärs Akademie. Nicht nur zum Thema Urlaubsrückkehrer treten Fragen auf. Diese und noch viele mehr beantwortet Frau Hoppe-Sumitsch in dieser Folge. Sie ist Juristin beim AGA Unternehmensverband und berät dort zu allen personal- und arbeitsrechtlichen Themen. Diese Folge ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Online-Seminar Besondere Anforderungen an QM und QS in Zeiten von Corona. Welche Rolle hat eigentlich der Betriebsrat und der Betriebsarzt im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz? Die Rolle des Betriebsrates, was ich eben schon sagte, ist, er ist ebenfalls verpflichtet, das Wohl der Arbeitnehmer zu schützen und ist dann eben auch hat auch Kontrollfunktionen, was die Maßnahmen anbelangt, sowie eben auch Mitbestimmung im Gesundheitsschutz. Das ist gesetzlich verankert im Betriebsverfassungsgesetz. Ja, die Rolle des Betriebsarztes, er hat natürlich beratende Funktion hinsichtlich der Präventionsmaßnahmen, gesundheitliche Aufklärung der Belegschaft, Umsetzung von Hygienemaßnahmen und eben auch die Arbeitnehmerberatung in Gesundheitsfragen. Dann Übersicht zu den erforderlichen Maßnahmen. Maßstab bildet hier das Bundesgesundheitsministerium herausgegeben hat, derzeit der im Rahmen der Pandemie Vorsorge beziehungsweise des Schutzes vor dem Ausweiten von Covid-19. Es gibt einmal die Aufklärung über die Entstehung und Übertragung der Infektion. Das steht natürlich an oberster Stelle. Die Einhaltung der Abstandsregeln, die Schichtplangestaltung, das hat ja auch Herr Nöhle schon angesprochen, um die Kontakte zu mindern. Es sollen Anwesenheitszeiten entzerrt werden. Das ist rechtlich alles abgesichert. Anordnung Nase-Mundbedeckung, falls Trennung durch Schutzscheiben nicht möglich. Und Personen mit erkennbaren Symptomen, leichtes Fieber, Erkältungszeichen, Atemnot, dann eben auch auffordern, den Arbeitsplatz zu verlassen. Einhaltung der Nies- und Hustenetikette sowie auch Hygienemaßnahmen, Bereitstellung von Desinfektionsspendern, Reinigungsintervalle erhöhen, Reinigung der Gemeinschaftsräume erforderlichenfalls erhöhen, die Firmenfahrzeuge, Arbeitsmittel und dann die Kontaktflächen. Das wäre das, was der Arbeitgeber auch leisten muss im Rahmen der Fürsorgeverpflichtung, um eben den Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten. Wie sieht es aus? Noch einmal zu den Maßnahmen. Das geht noch ein bisschen weiter. Einbindung von Betriebsärzten und Fachkräften zur Arbeitssicherheit, die arbeitsmedizinische Vorsorge beim Betriebsrat ermöglichen, vor allen Dingen auch für Risikogruppen. Individuelle Beratung ermöglichen beim Betriebsarzt zu den Gesundheitsgefahren, erforderliche Maßnahmen ergreifen, was Risikogruppen anbetrifft, in Abstimmung auch mit dem Betriebsarzt, falls vorhanden. Dann die Anordnung von ärztlichen Untersuchungen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Da komme ich später auch noch mal ein bisschen dezidierter zu. Aufforderung zur Mitteilung, falls in den letzten 14 Tagen Kontakt zu erkrankter, infizierter Person bestand, sogenannte Negativauskünfte. Da muss der Arbeitnehmer eben auch sich zu äußern. Dazu ist er eben auch verpflichtet. Und man kann das natürlich, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, gerade auch bei Besuchern, durchaus im Fragebogen abfragen, wie ist der Gesundheitszustand.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Erfordernis der Zumutbarkeit einer angeordneten Maßnahme? Es gilt im Grundsatz, Maßnahmen dürfen zu keiner unzumutbaren Belastung des Arbeitnehmers führen. Das heißt, es müssen eben dabei, wie ich ja eben auch schon sagte, die Interessen des Arbeitnehmers in angemessenem Maße berücksichtigt werden. Eine Maßnahme ist dann verhältnismäßig und zumutbar für den Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber eben ein berechtigtes Interesse hat. Also wenn er nur über die Maßnahme, die angeordnet wird, die Einschränkungen, die dann entstehen am Arbeitsplatz, überhaupt nur den Gesundheitsschutz effektiv durchsetzen kann und eben auch bei konkretem begründeten Infektionsverdacht. Ne? Also wenn eben wirklich da konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dann muss er eben auch handeln und dann kann er eben auch einen Arbeitnehmer, der eigentlich natürlich auch ein Recht auf Ausübung seiner Tätigkeit am Arbeitsplatz hat, nach Hause schicken im Zweifel. Da komme ich aber auch später noch zu. Erforderlich ist, wie gesagt, immer eine Interessenabwägung, hatte ich eben schon gesagt. Unverhältnismäßig wäre jetzt zum Beispiel die Anordnung einer Schutzmaske bei einem Asthmatiker. Was ist eigentlich die Rechtsfolge, wenn Anordnungen nicht befolgt werden von Seiten des Arbeitnehmers? Ich sagte es eben bereits, er ist aus dem Arbeitsschutzgesetz sowie auch aus der allgemeinen aus dem Arbeitsverhältnis heraus verpflichtet auf die Rücksichtnahme und die Interessen des Arbeitgebers und eben auch verpflichtet, halt auch den Gesundheitsschutz zu gewährleisten und sich dann eben auch an die Schutzanordnungen zu halten, solange sie verhältnismäßig sind. Sanktionsmittel ist einerseits die Abmahnung und gegebenenfalls die Kündigung. Da gebe ich Ihnen noch mal einen kurzen Überblick über die Abmahnung als disziplinarisches Sanktionsmittel. Es geht eben darum, dass man hier eine rechtmäßig angeordnete Maßnahme eben, die nicht befolgt wird, abmahnt. Also eine rechtliche Sanktion kann nur dann erfolgen über eine Abmahnung, wenn es eben eine Pflichtverletzung gibt. Dem Arbeitnehmer wird klargemacht, dass er sich vertragswidrig verhalten hat. Es dient einerseits die Abmahnung der Dokumentation eben auch einer solchen Pflichtverletzung. Der Arbeitnehmer soll darauf hingewiesen werden, was er getan hat, was ihm vorgeworfen wird. Und soll dann eben auch diese Warnung damit verbinden, dass er dann gegebenenfalls bei Wiederholungen dann eben gegebenenfalls auch mit der Kündigung rechnen kann. Wobei man sagen muss, die Kündigung als Sanktionsmittel ist halt eben nur Ultima Ratio. Vorrangig ist natürlich immer die Abmahnung. Bei der Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen geht es eben auch darum, die Nichtbefolgung einer rechtmäßigen Weisung. Und man muss eben auch hier sagen, es kann nur Ultima Ratio sein, im engen Rahmen anwendbar, weil eben es dann schon klar sein muss, dass der Arbeitnehmer hier renitent sich nicht an die Anweisungen hält und man eben auch im Rahmen einer Prognose damit rechnen kann, dass er auch zukünftig sich nicht an die Regeln halten wird. Und es kommt dann eben auch in der Interessenabwägung auf die Schwere der Pflichtverletzung an, auf die Beharrlichkeit, wie ich eben schon sagte, und die Anzahl der Abmahnungen. Das muss man eben immer so ein bisschen im Spannungsverhältnis sehen. Also, aber vorrangig wäre dann eben auf jeden Fall die Abmahnung als Sanktionsmittel erstmal zu empfehlen. Freistellungsrechte des Arbeitgebers. Wie sieht es jetzt aus, konkret? Aus arbeitsrechtlicher Sicht. Der Arbeitgeber kann nur einseitig freistellen, wenn er eben ein berechtigtes Interesse hat an der Freistellung, weil eben der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erbringung der Arbeitsleistung hat. Die Herleitung des berechtigten Interesses erfolgt bei dem Arbeitgeber einerseits eben aus der Verpflichtung zum Arbeitsschutz, aus dem Arbeitsschutzgesetz, insbesondere § 3 und 4, sowie eben der Fürsorgepflicht, das sagte ich ja schon. Und weil er eben hier dann auch nur über diese Anweisung, die er tätigt, den Gesundheitsschutz effektiv gewährleisten kann am Arbeitsplatz. Und das ist halt das oberste Gebot. Es ist dann eben bei den Freistellungsrechten, wie ich schon sagte, eine Abwägung der Interessen erforderlich. Der Arbeitnehmer hat eben hier Grundrechte, allgemeine Handlungsfreiheit, auch das spielt hier eine Rolle.
und dann eben die Erbringung der Arbeitsleistung, das Recht, dass er das am Arbeitsplatz machen kann. Und auch hier ist dann eben zu sagen, das Interesse des Arbeitgebers überwiegt eben, wenn es einen begründeten Infektionsverdacht gibt, Anhaltspunkte, dass er hier handeln muss. Und ja, die sind dann im Einzelfall zu beurteilen. Jetzt zu Beispielsfällen. Der Arbeitnehmer hatte Kontakt zu einer infizierten Person. Das würde ausreichen aus unserer Sicht, um hier einen Arbeitnehmer freizustellen, zumal wenn man davon ausgeht, dass er dann auch in häuslicher Lebensgemeinschaft mit der infizierten Person sich befindet. Auf jeden Fall ist dann der Arbeitnehmer anzuweisen, sich testen zu lassen und auch dann aufzufordern, den Arbeitsplatz zu verlassen beziehungsweise nicht an den Arbeitsplatz zu kommen, weil der Arbeitnehmer im Umkehrschluss in diesem Fall eben auch verpflichtet wäre, da komme ich später noch drauf, den Arbeitgeber darüber zu informieren. Ne? Also das hier schon mal vorab erwähnt. Hatte der Arbeitnehmer Kontakt zu einer Kontaktperson wiederum, da ist es eher streitig. Das würde wohl noch nicht konkret ausreichen. Also da hat der Arbeitnehmer dann eben wohl auf jeden Fall noch ein Interesse, was überwiegt, seine Arbeit am Arbeitsplatz auszuüben. Man muss natürlich gucken, wenn es sich jetzt, also das muss man dann eben im Einzelfall auch entscheiden, wie es sich verhält. Aber grundsätzlich würde ich sagen, reicht das noch nicht aus. Wenn er jetzt Symptome zeigt, der Arbeitnehmer, ganz klar, sofortige Freistellung erforderlich, Anweisung der Krankschreibung, da gibt es halt keinerlei Alternativen zu. Wie sieht's aus, wenn er jetzt aus einem Risikogebiet zurückkehrt, bei dem eine Reisewarnung vorliegt? Und die Reisewarnung lag bereits vor Antritt vor oder wird nachträglich ausgesprochen, dann ist ja auf jeden Fall derzeit die rechtliche Regelung oder der rechtliche Rahmen. Es gibt eine landesrechtliche Anordnung für häusliche Quarantäne von 14 Tagen, also zum Beispiel in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Freistellung ist dann zwingend erforderlich. Sie ergibt sich ja allein schon aus der landesrechtlichen Anordnung. Was hier allerdings eben schon mal berücksichtigt werden sollte, das erwähne ich an dieser Stelle, weil es dann eben wirklich im Kontext steht. Die Freistellung in einem solchen Fall sollte der Arbeitnehmer an eine Reise angetreten haben, und er wusste zu Beginn schon, dass es eben eine Reisewarnung für diese Region gibt, erfolgt dann unbezahlt. Das heißt, der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Und zwar deswegen, weil er sozusagen verschuldet die Arbeitsverhinderung herbeigeführt hat. Gleiches gilt auch da in Bezug auf den Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Auch da besteht der Anspruch nicht, wenn er sozusagen wissentlich hingereist ist, weil dieser im Grunde nur bestehen kann, wenn eine individuelle Quarantäne angeordnet wurde. Nach dem Wortlaut des Paragraphen 56 Infektionsschutzgesetz setzt der Entschädigungsanspruch eine individuelle Quarantäneanordnung, Einzelanordnung als Verwaltungsakt der Behörde voraus. Ausnahme von der Freistellung wäre dann ja, dass er im Moment noch, dass er sozusagen einen Test vorweisen kann, einen Negativtest, der nicht älter als 48 Stunden ist, den er vor Einreise nach Deutschland durchgeführt hat. Hier haben wir natürlich im Moment das Problem, dass Infektionsketten nicht mehr erfasst werden, die möglicherweise auf der Reise entstanden sind. Darum gibt es ja dann ab 1.10.20 wohl eine Änderung in der Richtung, sodass die Selbstisolation erst 5 Tage nach Rückkehr beendet werden kann. In der Online-Seminarserie Corona – Maßnahmen für die Lebensmittelindustrie erfahren Sie jede Woche, wie Sie Ihre Mitarbeiter schützen und wie Sie die Produktion sicherstellen. Zusätzlich zu den wöchentlichen Updates berichten Ihnen Spezialreferenten unter anderem über die Anforderungen der Norm bei ausstehenden Audits sowie Rechte und Pflichten im Lieferantenverhältnis. Welche Maßnahmen sind im Verdachtsfall oder bei Infektion eines Mitarbeiters einzuleiten?
laufend wird über aktuelle Vorgaben zur Raumluft und der Umsetzung im Betrieb berichtet. So minimieren Sie das Risiko von Aerosolen und Raumluft als Übertragungsquelle. Sie erhalten Hinweise, wie Sie Ihr Hygienekonzept weiter optimieren, um die Möglichkeiten von Infektionen im Betrieb zu reduzieren. Aus aktuellem Anlass gibt es zusätzlich am 26. Oktober um 15 Uhr einen Spezialvortrag. Aktuelle Urteile und deren Auswirkungen zum Arbeitsrecht und angrenzender Bereiche. So sind Sie komplett informiert und haben stets ein sicheres Corona-Konzept. Für weitere Informationen und zur Anmeldung gehen Sie bitte im BEERS-Shop unter www.beers.de/7293 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Und jetzt geht es weiter mit dem aktuellen Podcast. Nochmal zum Thema private Reise, Anspruch auf Vergütung nach 616. Das hatte ich eben auch schon einmal gesagt. Also auch der besteht nicht bei schuldhaftem Verhalten, weil man eben ein verständiger Mensch hätte wissen müssen, was ihn zu erwarten hat, wenn er so eine Reise antritt. Also er hat auf jeden Fall den den nicht möglichen Arbeitsantritt dann eben tatsächlich schuldhaft herbeigeführt und es ist ein grober Verstoß, den er hier, also der den Anspruch auch aus Paragraph 616 BGB, den allgemeinen Verhinderungsanspruch ausschließt. Und der Arbeitnehmer wäre dann, wie gesagt, eben unbezahlt freizustellen, müsste Urlaub nehmen. Alternativ könnte natürlich auch das mobile Arbeiten angeboten werden. Also das wären dann so die Möglichkeiten. Aber er hat eben keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung, weder aus 616 noch aus dem Infektionsschutzgesetz. Anders ist es allerdings, wenn er von einer Dienstreise zurückkehrt, die vom Arbeitgeber angewiesen wurde, dann hat er natürlich einen Entgeltfortzahlungsanspruch, wenn er dann eben in Quarantäne muss, weil das über eine Arbeitsanweisung oder Dienstanweisung des Arbeitgebers erfolgte. Wie sieht's aus eigentlich mit der Pflicht zur Arbeitsleistung im Falle einer Pandemie? Es ist so, dass die Pflicht zur Arbeitsleistung auch im Falle einer Pandemie nicht berührt wird. Also der Arbeitnehmer bleibt zur Arbeitsleistung am Arbeitsplatz verpflichtet. Allein der Arbeitgeber hat über sein Direktionsrecht die Möglichkeit, Arbeitszeit, Ort und Inhalt der Arbeitsleistung entsprechend des Arbeitsvertrages auszugestalten. Das ist Ermessen des Arbeitgebers. Also auch wenn jetzt der Arbeitnehmer irgendwie Angst hat, sich anzustecken, das ist kein Argument, sozusagen der Arbeit fernzubleiben. Da kann man dann eher überlegen, wie ich auch eingangs schon sagte, mit einem Betriebsarzt da gegebenenfalls mehr Gesundheitsaufklärung zu betreiben. Aber es ist eben Sache des Arbeitgebers, hier die Maßnahmen zu treffen, um die Gefahr zu minimieren. Und er kann dann nur den Arbeitnehmer, wenn er will, auf dessen Wunsch, eigenen Wunsch ohne Bezahlung freistellen, dass er Urlaub nimmt, wie auch immer. Wie sieht's aus, wenn jetzt aber eben der Arbeitgeber seine Fürsorgeverpflichtung nicht nachkommt im hinreichenden Maße, dann wäre es tatsächlich so, dass der Arbeitnehmer ein Zurückbehaltungsrecht hat. Er müsste aber zunächst den Arbeitgeber nochmal auffordern, sich vertragsgemäß zu verhalten, also entsprechend aufmerksam machen auf Maßnahmendefizite am Arbeitsplatz. Dann, wenn der Arbeitgeber diesen Maßnahmen oder dieser Aufforderung nicht nachkommen würde, wäre es dann im Umkehrschluss so, dass er tatsächlich zu Hause bleiben könnte und seiner Arbeitspflicht nicht nachkommen muss und er aber trotzdem eben sein Gehalt bekäme. Also weil das eben das Betriebsrisiko des Arbeitgebers ist. Er hat dafür zu sorgen, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Und im Zweifel bestünde dann auch die Möglichkeit eines Schadensersatzanspruchs von Seiten des Arbeitnehmers, falls er sich irgendwie anstecken sollte am Arbeitsplatz. Man muss allerdings hier dazu sagen, da der Arbeitnehmer hier einen Anspruch geltend machen will, wäre dann auch der Verstoß von ihm darzulegen und zu beweisen.
Dann, wie sieht's aus bei Entsendung? Da ist es so, dass da das ja mit erheblichen Gefahren für Leib und Leben verbunden ist, gerade auch wenn es in Risikogebiete gegebenenfalls geht, Außendienstmitarbeiter, die irgendwie Termine in Frankreich wahrnehmen müssen, wie auch immer. Da ist es halt so, einmal der Arbeitnehmer hat hier die Möglichkeit, das dann auch zu verweigern, aufgrund des Ansteckungsrisikos und gerade das dann, wenn der Schutzzweck der Reisewarnung eben auch gerade die Tätigkeit erfasst. Also wenn jetzt zum Beispiel eben der Arbeitnehmer irgendwie mit dem Flugzeug reisen muss an den Dienstort, dann also am Flughafen besteht eben ein höheres Ansteckungsrisiko, kann er dies verweigern. Ne? Also da würde dann das Direktionsrecht des Arbeitgebers nicht durchgreifen und er könnte hier das Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit den Gesundheitsdaten? Wechseln wir mal das Thema. Welche Fragerechte hat der Arbeitgeber und was muss der Arbeitnehmer auch beantworten? Es ist so, aufgrund des hohen Schutzzweckes der Datenschutzgrundverordnung und des Schutzumfanges ist es natürlich so, dass Gesundheitsdaten, weil es sich eben um nach Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung besonders geschützte Interessen handelt, dass hier auf jeden Fall eine Interessenabwägung stattfinden muss. Die Interessen des Arbeitgebers an der Fürsorgeverpflichtung stehen hier im Spannungsverhältnis mit den Interessen des Arbeitnehmers am Schutz seiner personenbezogenen Daten. Auch hier ist es eben so, dass das Interesse des Arbeitgebers im Einzelfall überwiegen kann, wenn es eben gerechtfertigt ist, da die Datenerhebung erforderlich ist. Das sagt auch die Datenschutzgrundverordnung. Und es darf eben auch nur so lange gespeichert werden, die Daten, bis der Zweck erreicht ist, also bis die Nachverfolgung der Infektionsketten nicht mehr erforderlich ist. Dem Arbeitgeber steht eben im Rahmen seiner Fürsorgeverpflichtung ein Fragerecht zu. Hier habe ich Ihnen mal ein paar Fälle aufgelistet. Feststellung von Infektion oder Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person. Fragerecht, ob eine Quarantäneanordnung in den letzten 14 Tagen erfolgt ist. Das gilt ja vor allen Dingen auch für Besucher. Ne, Fragerecht, ob Rückkehr aus einem ausgewiesenen Risikogebiet erfolgt ist in den letzten 4 Tagen, da eben diese Negativauskunft des Arbeitnehmers, die auch verpflichtend ist, darüber muss der Arbeitnehmer Auskunft erteilen. Dann, wenn Gäste- und Besucherverkehr besteht, dann natürlich auch Nachfrage nach möglichen Infektionen im direkten, unmittelbaren Personenkreis, sowie auch dann eben, ob Kontakt zu einer Person bestand und Besuch in einem Risikogebiet. All diese Dinge können eben abgefragt werden, auch gerade was Besucher anbetrifft, in einem Fragebogen und erhoben werden. Was man hier allerdings noch berücksichtigen sollte, gerade auch im Hinblick auf konkrete Infektionen am Arbeitsplatz, wenn Kollegen da infiziert sein sollten. Man muss dann ja auch die Infektionsketten nachvollziehen können und es sind dann ja auch die Kollegen zu informieren, die unmittelbar mit dem Arbeitnehmer zu tun hatten. Und da ist es aber eben auch so, aufgrund dieses Spannungsverhältnisses der Interessen des Arbeitnehmers an dem Schutz seiner personenbezogenen Daten, ist dieser Kreis natürlich zu begrenzen. Dann nochmal zur Auskunftspflicht des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich nicht verpflichtet, über Erkrankungen und Symptome Auskunft zu erteilen. Das sagte ich ja schon, das liegt einfach in der Natur der Sache, weil es eben einen hohen Schutzstandard gibt, der aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, den Schutz seiner Daten. Der Arbeitnehmer trifft aber eben eine arbeitsvertragliche Hinweispflicht, wenn er selbst infiziert ist, engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder eben aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist. Also dann überwiegt auf jeden Fall das Interesse des Arbeitgebers und er hat eben ein Fragerecht in Form einer Negativauskunft, ja oder nein, ja.
Und also dann, je höher die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz ist, desto umfangreicher dürfte auch das Fragerecht werden und desto dezidierter dürfte wohl auch nachgefragt werden. Genau, es geht immer darum, dass man dann wirklich im Einzelfall dann diese Interessenabwägung vornimmt und immer im Spannungsverhältnis mit der Erforderlichkeit der Datenerhebung. Darauf kommt es halt immer an. Dann nochmal zur Corona-App als mögliche Maßnahme, die ja auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre für den Arbeitgeber, hier gegebenenfalls noch stärker Infektionsketten nachvollziehen zu können. Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist die Corona-App an sich datenschutzrechtlich unbedenklich, da hier die Daten vollständig anonymisiert werden. Es geht ja darum, die Funktionen zu gewährleisten, eine breite Bevölkerung zu treffen. Man muss natürlich jetzt schauen, wie lässt sich das denn jetzt dann im Rahmen dieses, was ich schon erwähnt hatte, Direktionsrecht des Arbeitgebers, Maßnahmen anordnen zu dürfen, umsetzen. Also die Möglichkeit einer Nutzung einer Corona-App anzuordnen wäre nur auf einem rein Diensthandy möglich aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht und auch aus arbeitsrechtlicher Sicht vielmehr. Als Maßnahme des Gesundheitsschutzes, es bedarf immer einer schriftlichen Vereinbarung zur reinen Dienstnutzung des Handys. Also nur dann, wenn ich das habe, wenn im Arbeitsvertrag geregelt ist, das Handy darf nur zu reinen Dienstzwecken genutzt werden, dann bestünde die Möglichkeit, weil sobald der Arbeitnehmer das irgendwie privat nutzen kann, fällt das eben nicht mehr in den Kausal, in das Direktionsrecht des Arbeitgebers und da kann er keine Anordnung treffen. Also nur bei einem reinen Diensthandy würde dann ein Alarm erfolgen. Auf der App wäre der Arbeitnehmer eben auch verpflichtet, unverzüglich zu unterrichten. Das ergibt sich eben aus seiner Treuepflicht und auch aus dem Arbeitsschutzgesetz, nachdem auch der Arbeitnehmer verpflichtet ist, den Schutz am Arbeitsplatz mit zu gewährleisten. Der Arbeitgeber müsste bei erfolgter Warnung den Arbeitnehmer wohl freistellen. Das würde dann eben auch über das Direktionsrecht gehen. Der Arbeitnehmer kann sich jetzt in dem Fall nicht selbst beurlauben, ne? Das müsste dann der Arbeitgeber entscheiden. Ungeklärt bleibt dann aber im Moment noch die Frage, wie sieht's denn dann wohl aus mit dem Entgeltfortzahlungsanspruch? Der Arbeitnehmer wird wohl keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 616 BGB haben, weil dieses nicht das Betriebsrisiko des Arbeitgebers ist, sondern eher das Betriebsrisiko des Arbeitnehmers, das Wegerisiko des Arbeitnehmers. Das kann nicht mehr dem Arbeitgeber angelastet werden. Und auf Entschädigung nach dem bereits vorgetragenen, ein Entschädigungsanspruch würde auch nicht bestehen, weil es eben keine Einzelanordnung ist, die hier erfolgt mit der Quarantäne. Die Möglichkeit bezahlten, unbezahlten Urlaub wäre unser Rat oder eben Überstundenabbau. Man könnte natürlich auch versuchen, aber das ist eben, sagen wir mal, Ultima Ratio, dass der Arbeitnehmer über einen Verwaltungsrechtsweg Klage auf Entschädigung einreicht und da gegebenenfalls Möglichkeiten bestehen. Aber das wäre eben dann aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht mehr zu beurteilen, ob das jetzt hier so greifen würde. Das wäre dann eine Einzelfallfrage. Anspruch auf Entgeltfortzahlung, alle Entscheidungen, die der Arbeitgeber trifft, nochmal grundsätzlich den Mitarbeiter freizustellen, ohne dass es eine Einzelanordnung gibt, lassen die Entgeltfortzahlungsverpflichtung grundsätzlich bestehen. Ja, also außer diese Ausnahmen eben von Reiserückkehrern, das ist Betriebsrisiko des Arbeitgebers, das kann nicht dem Arbeitnehmer zugelastet oder angelastet werden, es sei denn, er hat eben diese Verhinderung wirklich verschuldet herbeigeführt, das war dann eben der Fall des Reiserückkehrers. Hiervon erfasst sind auch vorsorgliche Entscheidungen, weil etwa im sozialen Umfeld des Arbeitnehmers eine Infektion festgestellt wurde. Also da bleibt der Arbeitgeber zunächst zur Entgeltfortzahlung verpflichtet.
Und deswegen von uns auch der Hinweis, schauen, ob es gegebenenfalls die Möglichkeit gibt, dort im Rahmen der Freistellung Homeoffice anzubieten oder mobiles Arbeiten. Im Falle einer Erkrankung trägt der Arbeitgeber natürlich auch die ganz normale Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist es so, der Anspruch auf Entschädigung, der gilt für alle Arbeitnehmer mit einer behördlichen Einzelanordnung, sowie auch bei Kita- und Schulschließungen, soweit keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist. Wie ich ja eben schon sagte, keine Entschädigung bei landesrechtlicher Allgemeinverfügung zur Quarantäne von Reiserückkehrern. Erforderlich ist immer eine individuelle Anordnung. Der Arbeitnehmer bleibt, wenn die Voraussetzungen nach dem Entschädigungsgesetz vorliegen, auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegen, zunächst zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, jedoch längstens für 6 Wochen. Er kann aber dann eben nachträglich für den Arbeitnehmer dann eben diesen Entschädigungsanspruch geltend machen. Der Antrag muss innerhalb von 3 Monaten nach Ende der Quarantäne geltend gemacht werden. Und nochmal der Hinweis, er kann auch für sorgeberechtigte Arbeitnehmer geltend gemacht werden, die sich in Kurzarbeit befinden, aber nicht in Kurzarbeit null, sondern eben noch tätig sind am Arbeitsplatz und es kommt dann zu einer Schließung, dann könnte auch für diesen Arbeitnehmer neben Kurzarbeitergeld auch Entschädigung beansprucht werden. Wie sieht es eigentlich aus? Was hat jetzt Vorrang? Da gibt es ja manchmal so ein bisschen unklare Informationen. Da erreichen uns auch häufig Fragen. Nach aktueller Rechtslage besteht der Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz nur dann, wenn eben andere Ansprüche nicht vorrangig sind. Also wenn der Arbeitnehmer nicht aus anderen einzelvertraglichen Regelungen, wie auch immer, einen Anspruch hat, weil er dann ja letzten Endes keinen Geldausfall hat, sondern dann hätte er ja den Anspruch aus anderen Möglichkeiten. Es ist wohl so, dass vorrangig der Anspruch aus § 616 aus der allgemeinen persönlichen Verhinderung, wegen allgemeiner persönlicher Verhinderung, vorrangig ist. Hier ist es aber so, dass der ja einzelvertraglich häufiger mal ausgeschlossen ist. Dann würde natürlich wieder der Entschädigungsanspruch aufleben. Und was man eben hier auch nochmal berücksichtigen muss, dass der Entgeltanspruch aus § 616 letzten Endes nur für eine kurze Zeit besteht. Das ist auch ausdrücklich so geregelt. Das sind maximal nach der Rechtsprechung 5 Tage. Wie ist es jetzt in der aktuellen Lage? Das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Wenn das Kind jetzt infolge einer Infektionskrankheit für 48 Stunden vom Schulbetrieb ausgeschlossen wird, da kann ja dann ein Anspruch, dann hat der Arbeitnehmer ja einen Anspruch auf Freistellung, wenn das Kind unter 12 ist und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit besteht. Es ist dann so, also dann wäre er auch freizustellen und es wäre dann, wenn möglicherweise die Arbeit im Homeoffice möglich, ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach 616 besteht wohl eigentlich nicht, weil es sich hierbei eben nicht um ein persönliches Leistungshindernis handelt, denn der Arbeitnehmer ist ja aus objektiven Erwägungen heraus verpflichtet oder kann aus objektiven Erwägungen heraus aufgrund einer Gefahrenlage nicht an den Arbeitsplatz kommen. Das wäre dann wohl eher ein objektives Leistungshindernis. Ausdrücklich ist der Anspruch auf Entschädigung eben auch nach dem Infektionsschutzgesetz nicht erfasst. Alternativen aus unserer Sicht im Moment, die Kind-Krank-Regelung aus § 45 SGB V. Danach hat dann der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Krankengeld für die Tage. Ja, es bestünde die Möglichkeit, im einvernehmlicher Regelung mit dem Arbeitgeber Überstunden einzusetzen oder eben den Einsatz von Arbeitszeitkonten. Gerade bei den steigenden Zahlen wird es immer wichtiger, Maßnahmen einzuleiten, um die Mitarbeiter zu schützen und die Produktion sicherzustellen. Dieses erfahren Sie jede Woche in der Online-Seminarserie Corona-Maßnahmen für die Lebensmittelindustrie. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im Beers-Shop auf die Seite www.beers.de/
7293 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Weitere Informationen und Link finden Sie in den Folgenotizen. Unsere Bitte: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung und ein Feedback auf iTunes. Abonnieren Sie diesen Podcast, um auf jede neue Folge hingewiesen zu werden. Selbstverständlich können Sie dieses jederzeit rückgängig machen. Sie können diesen Podcast auch mit Ihren Freunden und Bekannten teilen. Näheres dazu erfahren Sie in den angehängten Folgenotizen. Ihr Arno Langbein.